Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 1 von Let's Play Banished Staffel 2, meine lieben Freunde. Ich habe hier eine neue Karte. Und diese neue Karte, beziehungsweise die Ortschaft hier, da ist so: Worleys Borghese. Und Worleys Borghese ist eine Ortschaft, die hat Hühner, die hat Familien und Brennholzvorräte sind fast aufgebraucht. Diese Brennholzvorräte, die müssen wir jetzt erstmal sichern. Und zwar mit einem Brennholzstand hier. So, genau, können Sie erstmal machen. Und zwar habe ich ja immer falsch angefangen. Diesmal fange ich richtig an und ihr werdet sehen, wenn ihr das auch so macht, wie ich das mache, dann klappt alles super bei euch. Mais und ein Bauer. Wir müssen jetzt so viele Felder hier errichten, wie geht. Das bedeutet, müssen alle Ressourcen, die hier sind, auch abreißen, die geht. Und das sind ja hier zum Glück nicht so viele. Ja? Das heißt, unsere 11 Arbeiter tun jetzt erstmal hier losziehen, so gut wie es geht. Und ich stelle die Zeit auf 2. Ist so gut wie abgeschlossen und wir haben keine Bauarbeiter. Tun wir einen hinzufügen. Der zweite, dass es ein bisschen schneller geht. Wir haben jetzt Frühlingsanfang, das bedeutet, wir können hier schon mal ein Feld hinlegen. Ein weiteres Feld. Wir müssen nur das eine Holz hier wegnehmen und den Baum hier fällen. Hier hinten ist schon mehr Platz. Machen wir das mal hier. Hier ansetzen. 8 von 8. Und sofort Mais. Wir haben Bauer 1, 2, 3, 4. Hier arbeitet jeder auf seinem eigenen Feld. Einfach mal so. Mais. Und auch 1 von 1. Und das dritte und letzte Feld tue ich mal hier hinsetzen. 10 von 10 hätte etwas Größeres. Auch mal Mais. Oh ja. Und hier noch runterstellen. Ganz wichtig. Das sind alle Felder bewirtschaftet. Und da bekommen wir auch ganz schnell ganz viel Nahrung sozusagen zu uns rein. Wer es natürlich noch besser haben will, erstellt noch mehr Felder und das habe ich jetzt auch vor. Nämlich hier hinten ist noch Platz, das sehe ich nämlich. Wenn ich jetzt hier dahinter einmal so 14 mal 5 Feld in Pflanze. Oder warte ich noch ein bisschen. Nahrung ist ja das. Ja, können wir eine drunter noch anfangen? So, 12 mal 8. Perfekt. Ein von einem abbauen. Wo muss ja was abgebaut werden? Okay, tun wir das mal wieder abreißen. Ups, da.
Hier. Dann setzen wir das nochmal neu hin. Am besten so. Komm, der... Du hier, du nimmst mal das weg. Oder so. Immer noch ein was von einem was. Steht hier noch irgendwas drauf? Komisch. Sehr komisch. Lassen wir es erstmal. So, unser Holzhacker. Natürlich ein, der das hier bewirtschaftet. Ist wahrscheinlich irgendwie was Kleines. Irgendwo was Kleines. Nee. Möchte nicht. Was ist denn das hier? Eine Fischfarm? Eine Fischfarm. Habe ich neu hinzugefügt. Will ich erstmal gucken, wie das sich ausspielt. Kann man das jetzt einfach mal so hinsetzen? 10x10? Ja, jetzt kann man es hinsetzen. Das mache ich mal. Paprika. Und ein mehr hätte ich jetzt hier auch machen können. Und hier wieder einen runter. Dass hier niemand benachteiligt ist. Wir haben späten Frühling. Das könnte knapp werden mit diesem Feld. So, jetzt gucken wir erstmal hier in die Häuser. Zwei Erwachsene, drei Kinder, zwei Erwachsene, ein Kind, zwei Erwachsene, ein Kind, zwei Erwachsene, ein Kind, drei Erwachsene, zwei Kinder, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Die haben noch viel Nahrung. Genau, ist irgendwo ein Berg in der Nähe? Nein, okay. Tun wir erstmal die Ressourcen hier vorne. Ach ja, das Lager ist fast voll. Das hier? Oder das? Das? Gut, dass er mich dran erinnert. Ich wollte mich hier zwischen. Kommt ein Lagerplatz hin? Und die Hühner bekommen auch einen Stall. Wann die Hühner? Hier Viehweide. Weide, die kommt hier hin. So, die wird jetzt gebaut. Und dann fangen wir mal an, ein paar Wege zu ziehen. Weil wir jetzt hier schroffes Wetter eingestellt haben, möchte ich doch gern am Anfang gleich. Upsala. Hier ist das, genau, am Brunner stellen. Den setze ich hier so hin. Kann ich ja hier erst meinen Weg durchziehen. Und hier ist ja mein Weg durchziehen. Salopp. So. Hier und hier. Und hier. Und hier. Und so. Und zu der Tierfarm hier, die ist auch fast fertig. Muss mal gucken, wo das Gatter hinkommt. Klar, auch abgeschlossen. Können wir gleich mal auswählen, dass hier Hühner reinkommen. Genau, Hühner. Und einer, der da arbeitet. So, jetzt haben wir noch sechs normale Arbeiter. Hier ist das Gatter. So. Hier könnte man theoretisch eine Fischfarm hinsetzen. Hier würde gehen. Sieht doch scheiße aus, ne?
So würde gehen. So würde gehen. Wollen wir hier die Ressourcen wegfarmen. Upsala. Ja. Und zwar die in diesem Bereich sind. Und einmal die in diesem Bereich sind. Gerade läuft es ja. Die Paprikas dauern ein bisschen länger wie die jetzt hier. Hier davor wollte ich auch gerne. Upsala, nein. Einen Lagerplatz errichten. Und 14 Hühnern sind die denn? Ganze Hühner. Also bei mir laufen die Hühner ja immer hier rum. Jetzt bewegen sie sich langsam. Brunnen ist ja auch fast fertig. So, Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Aber wir haben ja 4 große Felder plus das Paprikafeld. Hier können wir jetzt aufstocken, um den 0 hinten ran. Hinten tun die Bäume fällen, super. Später sei der Förster dafür verantwortlich. Mir hat mir jemand geschrieben, ich soll die Karte anmachen. Wenn ihm das weiterhilft, kann ich die Karte gerne anmachen. Da kann man jetzt sehen, hier ist ein kleiner Fluss. Wenn ich jetzt unten in die Richtung gehe, ist der große Fluss. Und dort oben sind ein paar Seen. Heißt, die haben wir unsere Ortschaft. Guck mal, der Weg wird jetzt hier auch errichtet, weil sie nichts mehr zu tun haben. Genau, irgendwann, ja, drüben, es schaut eigentlich richtig schön aus, weil er auch so wenig gebaut ist. Da könnte man ja hier hinten also hier kommt irgendwo die Quarry hin, hier möchte ich die Quarry hinsetzen, also die hier, wisst schon, ihr wisst schon was, zwei neue Erwachsene. Das bedeutet, wir müssen langsam mal ein paar Häuser bauen. Aber dafür entsteht jetzt hier hinten freie Fläche. Für ein Häuschen. Ach so. Die zwei Häuser wurden ja noch hinzugefügt. Okay, das okay, wie viel braucht das? 16 Holz, 8 Steine. Das braucht 24 Holz, 16 Steine. Wie viel braucht das? 24 Holz, 40 Steine und 10 Eisen. Und das? 32 Holz und 8 Steine. Finde ich jetzt lustig gerade mal. Baue ich einfach mal hier hin. Einfach mal hier hin. Würde mich jetzt interessieren, wie das jetzt mal von innen ausschaut. Eigentlich logisch, wie das ausschaut. Hier ist ein großes Lager, genau. Lagern die ja auch mit. Und hier hinten. Ist schon spät, sagen wir mal. Mal gucken, wie lang die Folge geht. 14 Minuten. Alles noch im Lot. Alles noch im Lot. Der Mais ist ja erntereif. 99%, 95%. Achso, hier wird er schon geerntet. Genau, es ist eben sehr wichtig, am Anfang sehr viele Felder zu errichten, dass man eine gute Nahrungsreserve hat. Also im ersten Jahr ist eigentlich nur auf Holz, ne? Brennholz, dass die im Winter jetzt auch viel Brennholz haben.
viele Bäume fällen, dass die auch viel Brennholz produzieren können. Müssen wir mal gucken, wie viel Brennholz sie haben. 68 hat der hier. 93, 43. 43. 68. 43. Also Mais haben sie jetzt auch viel. Hier entsteht jetzt eine große Fläche. Hier habt ihr es gesehen, ist langsam ein kleiner Setzling. Und wenn ihr ganz genau schaut, seht ihr auch, wie er wächst. Ja. Seht auch, wie dieser kleine Setzling wächst. Noch was Neues ist ja hier nicht hinzugekommen. Mal ganz kurz schauen, wie groß das Ding ist. Ich würde sozusagen ja zweimal R drücken, schön hier hinpassen. So, so hier. Genau, also tue ich jetzt mal hier noch die Ressourcen wegfällen. So. Na, guck mal, das nimmt langsam Gestalt an. Mal sehen, wie das dann ausschaut, wenn die Bewohner dann hier einziehen. Das habe ich ein bisschen von den Farben her anders aufgebaut. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen größeren Vorteil gegenüber anderen Häusern ist oder so, was das bietet. Aber es sind sofort welche hingezogen. Aber es schaut schon lustig aus. Hebt sich natürlich ab, ne, wegen dem grünen Dach. Aber leider gibt es im Workshop nicht so viel, was man da einsetzen könnte. Na, hier Paprika wird auch langsam geerntet. Ist erst Frühherbst. Die Temperaturen gehen langsam runter. 20 Grad sind jetzt noch gerade. Ist ja noch super, hier ist ein Reh. Und da können wir ja bald die setzen, also ein Steinbruch. Holz und Stein ist ja genug da, wenn man das so sieht. Können wir es fast machen? Fast. Ich glaube jetzt. Jetzt schaut es gut aus. Na, 0 von 2. Das ist aber wahrscheinlich nicht so schlimm. Weil die das jetzt eh hier abholen. Und das ist der eine Baum, der noch auf dem Grundstück steht. Oder was steht da noch auf dem Grundstück? Ist hier irgendein kleiner Busch? Nö. Steht hier irgendwas auf dem Grundstück? Seht ihr was? Ich sehe nichts. Komisch. Na dann, wenn ihr sehen wollt, wie es dann über den Winter ausschaut, das könnt ihr dann in der nächsten Folge sehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Banished Staffel 2. Diesmal richtig dabei.
Und ich verabschiede mich hiermit und sage Tschüss.